so, habe eigentlich keine Freude, das Video zu machen. Aber weil ich hier von meinem Dach schon so viele Videos jetzt gemacht habe und die Robo for Future ja mit Robo Dörden angefangen habe, wäre es ja ganz fröhlich, wenn ich das mit Rolandsson vom Dach beende. Und es ist eigentlich eher was Trauriges. Mit dem Dach habe ich ja schon erwähnt. Dass halt, denn für mich ist halt hier oben meine Welt. Ja? Und wenn ich halt in eurer Welt da unten leben müsste, also dieses Gefängnis für den Geist, in das ihr hineingeboren seid, also wenn ich gezwungen werde, genau so zu leben, wie ihr lebt, dann würde ich hier... Ja, deswegen hier oben, das ist der Rolandsson vom Dach. Und ich hatte ja das davor irgendwie, war ja die Utopia, jetzt kommt natürlich die Dystopia, also ne, das Gefängnis. Aber ich möchte es eigentlich, wenn ich Glück habe, kann ich das Ganze am Ende irgendwie wieder, ne, Welt retten geht nur mit Freude. Und zwar würde ich dann vielleicht gerne meine Definition einer Seele bringen. Das ist eigentlich was sehr Schönes, bin ja Atheist, aber trotzdem habe ich es mir mal aufgefallen. Es gibt auch in meiner Welt, also die Welt hier oben, gibt es eine Seele, also etwas Unsterbliches, wofür es sich zu lohnt zu leben. Ja, ja. So, aber wie gesagt, erstmal wieder irgendwie, wie schlimm das alles ist, ja. Und also die Dystopie. Wirklich, ich hatte ja da jetzt so zwei Videos gemacht, damit wir möglicherweise allein durch die Ernährung, die Todesfälle irgendwie der Corona. Corona ist für mich jetzt immer so das Beispiel irgendwie, wie dumm die Welt ist. Ja, also es wird halt nur noch das getan, was getan werden muss und nicht das getan, was getan werden kann. Ja, das ist so das Erste, was ich ja schon gebracht habe und das will ich jetzt irgendwie praktisch nochmal so wirklich vor ihr in eurem Gefängnis irgendwie vor Augen führen. Ja, also das Video natürlich, die Wissensinstitute keine Antwort und jetzt die Videos auch nur so 20 angeschaut oder so. Also warum wollt ihr das alle? Ja, und das, um es halt jetzt noch krasser zu machen, ist also schon so ein, zwei Wochen ist mir das so aufgefallen. Ja, ich muss das jetzt auch bringen, weil irgendwie, ich kann dann praktisch hier in eurer Spielzeugwelt irgendwie, da kann ich mir schon vorstellen, was im halben Jahr kommt. Ja, aber es fängt jetzt schon an und deswegen. Also. 2 plus 1 gleich 0. Ja. Nummer 1. Es ist eigentlich überhaupt keine Frage. Ja? Die jungen 500.000 freiwillige junge Menschen, die sich freiwillig infizieren, ja? Ist keine Diskussion. Ja? Also, dann sind sie halt danach immun, können sie dann ihre Grillpartys machen etc. Es ist außer Frage. Außer Frage, dass da 500.000 junge Menschen sich freiwillig melden würden. Ja? So. Dann gab es irgendwie 2008 irgendwann die Wirtschaftskrise oder wann das war, ja. Und dann, was hat Südkorea gemacht, ja? Haben halt irgendwie Infrastrukturprogramm, Glasfaser überall verlegt und deswegen ist Südkorea irgendwie heute so irgendwie das Gaming, E-Gaming-Land, ja, der Welt, ja. Was hat Deutschland gemacht, ja? Abwrackprämie. 5 Milliarden insgesamt in 2 Paketen, 5 Milliarden Euro, nur damit Opel irgendwie 2 Jahre länger gelebt wird, überlebt hat, um dann an Frankreich verkauft zu werden. Zitronen. Mit den 5 Milliarden Euro könnte man weitere 500.000 junge Menschen jeweils 10.000 Euro geben, damit sie sich auch infizieren. Kontrolliert. Also nicht eben wie jetzt irgendwie, es passiert einem, man weiß es nicht, macht dann Sport, überlastet sich, irgendwie hat Vorerkrankungen, von denen man nichts weiß und auf einmal stirbt auch ein junger Mensch, ja, sondern halt wirklich Flüchtlingskrise, da haben wir 1 Million, wir hatten hier Zelte auf Kasernen, links kein Problem irgendwie. Das ein kontrollierter 500.000, ja, 10.000 Euro jeder. Es ist wirklich, das ist jetzt 1 plus 1, das war der zweite Punkt. Ja, es steht außer Frage, ja, dass man auf die Weise weitere 500.000 Menschen finden, junge, gesunde Menschen, die sich freiwillig infizieren können. Ja? So, aber für die 10.000 Euro müssen sie dann dreimal Blutplasma spenden. Ja? Und mit einer Blutplasmaspende kann man bis zu 3 Dosen erzeugen, um praktisch 3 Menschen irgendwie, die halt irgendwie schwere Symptome haben, irgendwie zu retten. Ja? Das mal 3 sind 9. 9 mal 500.000 sind 4,5 Millionen Menschen, die man mit den 5 Milliarden Euro nur die Abwrackprämie, wir geben ja zurzeit irgendwie demnächst irgendwie die hunderte Milliarden oder sogar Billionen aus, ja. 4,5 Millionen Menschen könnte man retten, ja. Das sind zigmal mehr als überhaupt auf der Welt überhaupt sterben, ja. Also es müsste eigentlich überhaupt kein Mensch sterben, ja.
Und die Sterblichkeit, ja, die liegt ja bei 80 Jahre ist der Durchschnitt, ja. Und ich habe es mal nachgerechnet, ja, Männer kriegen es ja öfter als Frauen. Wenn man es irgendwie 2019, die Sterblichkeit, irgendwie sind 80,7 Jahre. Also wenn man jetzt alle nimmt, die gestorben sind, ja, diese Durchschnittszahl 80, wenn man annimmt, dass die irgendwie wirklich der Durchschnitt wäre, also nicht irgendwie besonders erkrankt, sondern der Durchschnitt, ja, dann hätten diese Menschen irgendwie 80,7 irgendwie eine Lebenserwartung gehabt, ja. Habe gerade eben so eine schöne Studie gesehen, ja, da war wirklich irgendwie die Grippe irgendwie 2018 und 2017 wirklich ein schöner Peak hier, und zur Zeit noch, ja, 2 plus 1 gleich 0, ja. Es steht außer Frage, ja, das ist das Erste, 500 junge freiwillig sowieso, 500.000 weitere irgendwie kriegen 10.000, keine Frage. Und dass man mit den Plasmaproben irgendwie zigmal mehr Menschen retten könnte, als wir durch diese wenigen, die dabei irgendwie unter Kontrollierten, ja. Und trotzdem passiert nichts. Interessiert keinen. Will keiner hören. Und da ist mir dann aufgefallen, habe ich mir so überlegt, von das kann nicht an der Dummheit liegen. Also so dumm könnt ihr gar nicht sein. Ja, dass man irgendwie das nicht irgendwie, sondern es muss gewollt sein. Ja. Das muss irgend so ein System, was gewollt ist, ja, das Gefängnis oder so sein. Ihr wollt es nicht hören. Ja? Also habe ich über nachher, wo und wann irgendwie findet das statt. Und wirklich, ihr solltet alle mal 1984 lesen. Ja? Also das sind mehrere Elemente in die, und da, ich glaube, jetzt geht es so Richtung Doppeldenk oder sowas. Ja? Dass man irgendwie etwas, was man war, weiß, gleichzeitig als nicht war, irgendwie in seinem Kopf irgendwie verdreht oder so. Ja? Das Schöne ist halt, ich habe überlegt, okay, irgendwas Aktives und wann, ja, und dann ist mir aufgefallen, okay, zwischen 5 und 7, ja, kann ich ziemlich genau sagen, gehört zwar eine Hintergrundgeschichte dazu, das hat was mit der Datensouveränität zu tun, aber die kann ich jetzt hier nicht reinpacken, ja, 5 bis 7, das ist so die Schulzeit, irgendwie, wenn sie in die Schule, könnte auch schon Kindergarten, irgendwie, wenn halt das Kind irgendwie in Kontakt mit äußeren gesellschaftlichen, moralisch-ethischen, bla bla bla. Denn Kleinkind oder sowas, ja, das ist ja noch ehrlich, offen, ja, und das ist aber nicht bewundernswert, weil das ist ein kleines Kind, kennt überhaupt den Unterschied nicht zwischen Innenwelt und Außenwelt. Das lebt halt einfach heraus und erfährt dann erst später von den, oh, da gibt es auch noch was draußen, ja, und wenn ich jetzt immer ehrlich bin irgendwie, dann meine Mitschülerin irgendwie, die 6 Versager zusammen oder sowas, die nicht so schlau sind wie ich, sind trotzdem irgendwie stärker als ich irgendwie, ja, und da kommt praktisch in diesem 5 bis 7, sage ich mal, wirklich so ein Problem, ja, dass die mit Verzweiflung, dass die Kinder wirklich von wegen, hier bin ich, das bin ich, ja, das meine Wünsche und mein Problem, das die anderen, ja, und das ist so wirklich so, sie haben keine Lösung für das Problem, ja, das ist das erste Mal, ja, und dann ist mir aufgefallen irgendwie, das ist halt, es ist krank oder sowas, ja. Dieses Problem wird halt gelöst. Ihr alle habt das Problem gelöst, indem praktisch die eigene Persönlichkeit, das eigene Problem, das eigene Ich, ja, also diese Verzweiflung, ich weiß nicht weiter, ja, komplett Mülltonne, ja. Ist ziemlich windig, ja, aber das Windrad ist immer noch ausgeschaltet, weil also die Solarmodule hier. Eigene Persönlichkeit, ein Problem, Verzweiflung, einfach weggeschmissen und es wird praktisch das Problem wird gelöst, indem man gemeinschaftlich mit allen anderen beschlossene Sache, dass es gar keine Probleme gibt. Das ist total krank, ja? Das Problem wird gelöst, indem man beschließt, dass es gar keine Probleme gibt. Tja. Ist wirklich, das ist ernsthaft. 1984, lest das mal, ja? Das funktioniert, ja? Und das bedeutet nämlich, ja, okay, wenn es keine Probleme gibt, das heißt nämlich, naja, es gibt immer eine Lösung, also es gibt immer was man tun kann. Und das ist genau das, was ich eben meine. Es wird immer das getan, was getan werden muss. Also ein Problem wird gelöst, naja, indem halt das getan wird, was getan werden muss. Und schon gibt es keine Probleme mehr. Ja? Also irgendwie, naja, man hat halt irgendeinen Job, irgendwie arbeitet irgendwie, dann ein Problem gelöst, man hat eine Versicherung für alles Mögliche, für die große Welt oder sowas, da wählt man irgendwelche Politiker. Die Politiker irgendwie, die machen natürlich auch nur das, was gemacht werden muss. Ja, das ist da die Lobbyarbeit, irgendwie die Industrie und die Wissenschaft irgendwie, aber die irgendwie machen auch wieder nur das, was getan werden muss. Ja? Und deswegen diese komplette Welt irgendwie, es existiert irgendwie überhaupt keine Situation mehr von dem, oh, was passiert denn jetzt?
weiß ich nicht, irgendwie, oder Problem, irgendwie, ich bin verzweifelt oder sowas, ja, und um das jetzt wieder zurück mit den 2 plus 1 gleich 0, ja, ist ja eigentlich 3 offensichtlich, aber ihr, nee, ist 0, ist nicht, interessiert keinen, ja. Dieser Mechanismus, dass man beschließt irgendwie, dass es irgendwie keine Probleme gibt oder sowas, ja, und jetzt kommt auf einmal so der Rolandson vom Dach irgendwie und sagt von wegen, hey, ich habe hier eine tolle Lösung für Probleme, irgendwie eine ketogene Diät, wir brauchen bloß anfangen zu fasten, sobald du krank wirst und schon wirst du irgendwie gesund, übertrieben jetzt, ja. Das würde ja bedeuten, da kommt jemand irgendwie und der hat eine Lösung für ein Problem. Das bedeutet ja, dass ein Problem ist, für das ich keine Lösung habe. Wenn ich auf den hören würde, nee, kann nicht sein, kann nicht sein. Ja, das ist jetzt wirklich so, was ich jetzt in diesem, ich habe ja wirklich Robo for Future, es geht immer noch darum, ja. Die ersten, schaut euch die ersten 4 an oder sowas, ja, das ist wirklich konstruktiv, Probleme lösen, aber ihr wollt gar nicht zur Kenntnis sehen, dass es Probleme gibt, auf die es eine Lösung, und deswegen ist es grundsätzlich zum Scheitern verurteilt, ja. Denn wirklich, ja, man könnte jetzt schon sagen, okay, jetzt darf ein Arzt irgendwie wissentlich jemand mit irgendeinem Virus infizieren, ja, Hippokratischer Eid oder sowas, ja. Aber ich meine, die Feuerwehrleute werden auch dafür bezahlt, dass sie ihr Leben riskieren, um anderen zu helfen, ja. Und ich hatte ja irgendwie meine, was ich ja eigentlich, was ich ja schon längst nicht mehr irgendwie gebracht habe, also meine Idee mit der Bio-Virulation. Ja, also dass da irgendwie damals irgendwie, da haben sie ganze Dörfer mit Pocken irgendwie infiziert und haben die Sterblichkeit um Faktor 1000 reduziert, wäre noch viel mehr machbar, ja, also dass es Nutzen bringt, wenn man sich infiziert, sogar für einen selber oder eben die Feuerwehr, und jetzt wirklich, ja, jeden Tag sterben 8 Menschen in Deutschland an Verkehrsunfällen, ja, könnten wir problemlos Tempo 100, könnten wir alles irgendwie reduzieren oder sowas, interessiert keinen. Jeden Tag sterben 25 Menschen durch Suizid, ja. Und das sind wirklich noch Menschen, die noch ein Herz, die ein Gefühl haben, die diese Verzweiflung haben, ja, die nicht mitmachen bei dieser faschistoiden Lüge, dass die behaupten, irgendwie, es gibt keine Probleme mehr und wir tun einfach nur das, was getan werden muss. Ja? Und durch diese wissenschaftliche Untersuchung, 5% wird die Suizidrate ansteigen, war 2008, 2009 mit der Wirtschaftskrise, und die ist jetzt schlimmer. Also wir werden allein, ich habe es mal irgendwie 500 mehr Suizide haben, irgendwie durch diese, den Lockdown, ja. Und natürlich, ja, jeden Tag 300 Menschen sterben jeden Tag an den Folgen des Rauchens, ja. Und mehr als 400 Menschen sterben jeden Tag irgendwie, weil sie zu fett sind, ja. Also, ne, 2 plus 1 gleich 0, ihr wollt es gar nicht hören, ja. So, mir ist dann natürlich gleich noch was Zweites, total Krankes irgendwie eingefallen, ja. Ne, der Versager lachen, wenn ihnen nichts einfällt, da Versager nie etwas einfällt, lachen sie immer. Also damals irgendwie, das war Bekannte oder sowas, als da irgendwie die aus Deutschland von Wuhan über Russland und zurückgeflogen haben, und dann gab es keine Landeerlaubnis, mussten über Helsinki, und dann die Ersatzmannschaft hatte dann die 12 Stunden nicht, und was für ein Aufwand irgendwie wegen diesem, ist doch überhaupt nicht gefährlich, ja. So, und dann aber inzwischen jetzt irgendwie, ja, laufen sie jetzt endlich mit Masken irgendwie rum oder so, und dann passiert Folgendes, ja, dann jammern sie erst, wie schlimm und alles und so schlimm, und dann kommt, das wird dann verinnerlicht, weil es ist wieder ein Problem irgendwie, jetzt bin ich, erst habe ich gelacht und auf einmal mache ich selber irgendwie und habe Angst und weiß nicht. Das wird dann verinnerlicht. Also das, was jetzt dann die CSU-Regierung hier irgendwie uns befiehlt oder so, das wird dann verinnerlicht. Ja, das wird dann eben gut geheißen, ja, damit das Problem gelöst ist. Ja, weil das ist ja das, was getan werden muss. Und deswegen ist jetzt das, dass es eigentlich irgendwie alles Blödsinn ist, ja, und hier ist ein 2 plus 1 gleich 0 irgendwie viel besser oder sowas. Es wird dann irgendwie bejaht. Ja, also die äußeren Zwänge werden verinnerlicht. So, und das führt dann dazu, dass im Prinzip auch die es einem befohlen haben, die werden dann dafür bewundert irgendwie. Also, dass jetzt die CDU auf einmal so im Aufwind ist und so Unterstützung und hoch oder so, liegt im Prinzip daran, dass sie halt etwas befehlen, ja, was ihr blöd, die dummen Menschen irgendwie erst ablehnen, dann aber verinnerlichen, und um sich praktisch selber wieder als die Guten zu sehen, müssen natürlich die es befohlen haben, die müssen dann bejubelt dafür werden, damit die Welt wieder in Ordnung ist, ja. Total krank, ja. Aber das ist, wie gesagt, das ist diese faschistoide Welt, ja, diese
Dystopie, dieses Gefängnis eures Geistes, in der praktisch wirklich mit zwischen 5 und 7 ja, beschlossen wurde. Und ich meine, da war prinzipiell noch die Möglichkeit der Entscheidung, sich dafür oder dagegen. Ja. Wenn man dann weiterdenkt, irgendwie, ja, da habe ich immer dieses Bild irgendwie mal im Schwimmbad, irgendwie, wie dann dieses junge Paar, Pärchen mit ihrem kleinen Kind ins Wasser und das kleine Kind dann, Wasser und weiß nicht recht, und dann aber die Eltern so, ha, ist das nicht schön oder so, und dem Kind praktisch dann schon irgendwie anerziehen, dieses Problem, ja, von wegen dieser Verzweiflung, was ist das, was mache ich jetzt irgendwie, hör halt auf das, was die Eltern dir sagen, ja. Das heißt, zwischen 5 und 7 irgendwie ist man im Prinzip ja schon längst irgendwie von den Eltern irgendwie darauf konditioniert, irgendwie diese Lösung irgendwie anzunehmen, ja, deswegen auch dieses gemeinschaftliche Beschließen, dass es keine Probleme gibt. Ja, und die Eltern waren zu dem Zeitpunkt ja schon längst nicht mehr 5 bis 7. Also wir müssen jetzt wahrscheinlich mindestens 2000 Jahre bis zum Christentum irgendwie mit dem Leid, also dieser Selbstverleugnung, irgendwie zurückgehen. So, wenn wir dann also jetzt die CDU-Politiker dafür bejubeln, dass sie irgendwie so blöd sind irgendwie, dann kann man natürlich sofort auch noch wieder weiterdenken, ja? Weil irgendwie, wenn der Impfstoff kommt, ja, dann wird es bestimmt eine Impfpflicht geben, ist mir dann aufgefallen, ja? Ist jetzt für mich traurig, weil so absurd das klingt irgendwie, ja? Es kommt sogar jetzt schon zur Sprache, ja? Weil eben, wie gesagt, irgendwie die Leute bejahen, die belügen sich. Ihr belügt euch ja eh alle selber, dass ihr euch nicht belügt. Und deswegen ihr habt das ja jetzt bejaht und sagt, es ist gut, weil es so schlimm ist, dieser so böse Virus oder sowas, der alle so tödlich ist. Und deswegen, wenn es einen Impfstoff gibt, na, dann müssen wir natürlich zur Rechtfertigung der Lüge, das mit der wir uns das irgendwie alle zurechtgebogen haben, ja, müssen wir natürlich dann alle auch für die Impfpflicht sein, ja. Und dann irgendwie, ja, von wem kam das alles? Das waren ja wieder die Politiker, die das tun, was getan werden muss. Die dann mit der Lobbyarbeit, die Pharmaindustrie, die freut sich natürlich. Jetzt haben sie so viel Milliarden investiert, um den Impfstoff und so. Dann muss der natürlich auch Verwendung finden und so. Ja? Naja, aber dann, Masern ist viel, viel tödlicher, ja. Also unter dem Deckmantel der Impfpflicht für den Corona irgendwie werden die Politiker und die Lobby und die Wissenschaftler dann ganz schnell auch noch euch irgendwie die Impfpflicht für Masern irgendwie auch noch unterjubeln. Ja, kann man im Prinzip jetzt irgendwie schon voraussehen. Ja? Deswegen wollte ich das Video machen, auch wenn es mir mag nicht oder so. Und jetzt, weil ich habe es dann ja schon gesagt oder so. Nur möchte ich aber wieder immer betonen oder so, ich behaupte jetzt nicht, dass hier das mit dem Lockdown oder sowas, dass das falsch ist, ja. Funktioniert auch, ja. Ist eine Lösung, ist halt das, was getan werden muss, ja. Aber geht ihm natürlich besser, und mir natürlich auch völlig aufgefallen, dass das Gute oder so an der Krise, könnte man sagen, ist, dass jetzt die Welt wirklich sieht, dass diese ganzen Populisten ja alles Dummköpfe sind, ja. Also ja wirklich irgendwie der Trump, der Boris da in Dings dann, in die Italiener irgendwie und Brasilien oder sowas, alle die irgendwie, die eben so, ja, alle, aber Dummköpfe oder sowas, ja. Und da möchte ich eben wieder, muss ich dann eben, ne, betonen oder so, weil es geht hier immer um den Faschismus, ja. Und wie man halt den Faschismus, ne, wegtreten geht nur mit Freude oder so. Der Hitler war kein Dummkopf, ja. Der war nicht irgendwie, ich bin der Führer und ich befehle euch jetzt, was ihr zu tun habt, und dann ist es halt ein Dummkopf und dann passiert das, was eben wir jetzt sehen, ja. Sondern der Hitler hat halt schon erkannt, irgendwie, er ist genauso wie, ne, ein Teil von Deutschland, ja, und in uns Deutschland und vor uns Deutschland und hinter uns folgt Deutschland oder so, ja. Der hat den Menschen praktisch irgendwie so das Gefühl gegeben, dass sie etwas Großes leisten können, ja. Etwas Großartiges, und dann ist das so ein Selbstläufer, ja, dass halt alle Menschen irgendwie dieses eigene irgendwie aufgeben und dann, das Große. Und das sage ich eben immer so, irgendwie, ich grenze das halt ab, habe ich ja gesagt, irgendwie beim Faschismus wird der Tatendrang nur über die Minderwertigkeit gebunden, ja. Weil nur die Menschen, die Tatendrang aus Minderwertigkeitskomplexen haben, ja, die sind halt nicht selbstständig, ja, die brauchen dann halt immer noch den Führer, ja, und das ist ja eine Lüge, ja, dass sie auf einmal die Tollen sind, ja, irgendwie, obwohl sie eigentlich irgendwie, und die Lüge irgendwie, das darf
darf man ihnen ja nicht sagen, wollen sie ja nicht hören oder so. Deswegen ist das einmal so in Gang gesetzt halt wirklich, da geht halt ganz Europa in Schutt und Asche. Ja? Während ich eben die ganze Zeit von dieser Freude und dem Mut rede, Probleme selber zu lösen. Ja? Die Space Monkeys von Fight Club, ne? Tyler Durden, also Fight Club müsst ihr eh alle 10-mal schauen. Ja? Also dieses selbstständig agierende Netzwerk von kleinen irgendwie Einheiten, die Probleme selber lösen können. Ja? Und das Traurige ist halt, im Prinzip genau dafür steht Fridays for Futures nämlich eigentlich nicht. Ja? Das ist ja genau das von wegen, ah, hört auf die Wissenschaftler und es muss getan werden. Jetzt ist es, wir müssen jetzt, es muss das genau wieder dieselbe Denkweise. Ja? Also nicht irgendwie ein Problem akzeptieren und dann irgendwie etwas den Mut haben, etwas zu tun, um das Problem zu lösen, sondern halt nur die Angst, die Minderwertigkeit und dann halt ja, ne, mit wenigen Fahnen für eine große Sache kämpfen, ist immer Faschismus. Ja? Und tut mir ja fast wieder ein bisschen leid, die liebe Greta oder sowas, ja, will ich sie ja immer ein bisschen ausschließen. Also sie kam ja mit der fröhlichen Idee, dass vielleicht irgendwie Atomkraft oder sowas, weil klimaneutral, ja, kam natürlich sofort der Shitstorm oder so. Ja, also dass sie jetzt so wirklich eben sich darauf fokussiert, die Wissenschaftler tut was. Und die Wissenschaftler ist halt irgendwie, weil sie alleine irgendwie ist halt irgendwie, ne, wie der kleine arme Rolandson von da. Entschuldigung. Ja, es kann man nichts bewegen. In dieser Welt irgendwie geht das halt nur über Faschismus. Über halt, ne, man muss es so drehen, dass es getan werden muss. Ja, und deswegen braucht man die Wissenschaftler und die lassen sich natürlich da gerne einspannen. Ja. Dann kommt es auch irgendwie ein bisschen zur Macht irgendwie. Und, das habe ich jetzt eben so eingebunden, weil es ist ja wirklich bei Netflix diese Serie über den Bill Gates oder so. Aber es gibt heute wirklich eben schon so neue Kernreaktor-Konzepte, wo man wirklich den Altmüll, den atomaren Müll wieder nochmal recyceln könnte. Und ich glaube, allein der Atommüll der USA würde irgendwie für mindestens 100 Jahre ausreichen, um die USA mit Elektrizität zu versorgen. Und dann würde man den Atommüll dabei ein bisschen kleiner machen. Ja, man, nee. Der Atommüll muss schön irgendwie, weil wir haben ja dieses Lügebild, dass Atomkraft so böse und deswegen muss der Atommüll als Denkmal und man darf ja nicht irgendwie mehr Atomkraft in den Mund nehmen. Ja, und deswegen ist die liebe Greta irgendwie klein. Ja. So, das ist eben eigentlich irgendwie, und deswegen erzähle ich das hier am Ende irgendwie und auch wieder, ne, Robo for Future, Welt retten geht nur mit Freude oder sowas, ja. Es funktioniert nur, wenn ihr irgendwie wirklich einen Sinneswandel irgendwie und versucht eben selber erstmal irgendwie, anstatt gleich irgendwie die Welt zu retten, ja. Weil, was ist ja dann meine Beispiele, es geht im Kleinen, ihr könnt sofort anfangen, ja, und dann wächst das, ja. Während das, was ihr jetzt vorhabt, irgendwie, das ist halt nur das, was getan werden muss. Und das bedeutet im Prinzip, dass die Welt untergeht. Ja, weil wenn wirklich nur das dann die Welt, wenn getan werden muss, dann ist die Welt schon längst untergegangen. Ja, da sieht man ja irgendwie, wie hier die ganzen Klima-Konferenzen oder sowas. Ja, also da irgendwie dieses Minimalprinzip, diese Minimallösung wird garantiert irgendwie das Allerschlimmste. Naja, so und jetzt darf ich zum Ende kommen, weil ich ja das fröhlich enden möchte, der vom Rolandson vom Dach, die Seele, ja. Und zwar, weil ne, an sich ja Atheist oder so und Christentum, Religion ist die übelste aller sexuellen Perversionen, ja, also generell, ja. Sag mal, Christentum ist dann irgendwie wahrscheinlich das Perverseste irgendwie und ich sag mal, das Judentum ist mir vielleicht noch am liebsten. Ja, das ist halt irgendwie noch archaisch und okay oder so, ja. Mir ist mal aufgefallen, Seele irgendwie und was das sein könnte. Und das bezieht sich auf eigentlich so meinen Spruch für mich oder sowas, wenn ich immer sage, wenn ich sterbe, also alles, was von mir übrig bleiben soll, das Einzige, was von mir übrig bleiben soll, ist das Lächeln, was in anderen Menschen weiterlebt, ja. Das ist das Einzige. Also nichts Geschaffenes, keine Vermerkung in irgendeinem Geschichtsbuch oder so, keine großen Errungenschaften. Im Prinzip nur das Lächeln, was halt weiterlebt. Ja? Und dann ist mir mal aufgefallen, das ist im Prinzip eigentlich eine Art von Seele, eine Definition der Seele. Ja? Weil es ist etwas, was über den Tod hinausgeht.
Ja, und es ist irgendwie was Unsterbliches, was dann halt weiterlebt. Und es ist im Prinzip das, was dich ausmacht. Ja? Ja, also dein Wesen, ja, was dann irgendwie andere Menschen irgendwie, die dann irgendwie auf einmal lächeln. Und das hat irgendwas mit dir zu tun. Ja? Dass du sie irgendwie mal inspiriert und das lebt dann weiter. Und irgendwie, du bist schon längst tot, aber auf einmal lächeln sie und merken von irgendwer, ja, wieso lächle ich, woher kommt da? Und ah, das war irgendwie der. Und dann hat diese Person im Prinzip eine Seele, ja. Und dann zwei Beispiele, ja, irgendwie mein Papa, irgendwie mein lieber Papa, ja, wäre im Prinzip jemand, der eine Seele gehabt hat, ja, wegen mir, weil ich irgendwie, es ist immer noch, wenn ich irgendwie durchs Leben laufe und irgendwie dann was sehe, Erinnerungen und dann so eine Freude empfinde und dann merke ich, ja, das ist die Art von meinem Papa. Das habe ich damals so mitbekommen, wie mein Papa irgendwie und das ist jetzt immer, wie ich erwähne, immer ja, das Tagebuch von meinem Papa oder so, weil es irgendwie, er hat das halt so mitbekommen, was ich vorhin meinte, irgendwie diese, dass man sich irgendwie, auf einmal ist man was Bedeutendes, man hat Teil irgendwie, ja, Lebensraum im Osten, ja, ja, darf ich gleich dieser Genderwahn oder sowas, ja, mit dem Lesben, Trans und divers und was sie alle noch erfinden oder sowas, ja, und der Kampf dann für Verfassungsgericht und Toiletten oder so ist im Prinzip nichts anderes als der Kampf für Lebensraum, ja. Im Prinzip dasselbe. Ich frage mich halt immer irgendwie, ja, weil ich meine, die Versagen ist menschlich oder sowas. Ja? Die Menschen, die damals alle den Hitler, die gibt es heute auch noch oder sowas. Ja? Und deswegen kann man so, weiß, wer heute schon so ein bisschen die Neigung hat, bei so faschistoiden Dingen irgendwie mitzumachen, der hat damals irgendwie mit in der Welt, in der er aufgewachsen ist, aber 100%. Ja? Wollt ihr natürlich auch wieder nicht hören, aber hatte ich ja gesagt von wegen, ihr habt ja eh beschlossen, dass ihr irgendwie gar nicht in Mülltonne und weg. Und er hat es halt so mitbekommen, ja, dass wirklich irgendwie diese Begeisterung und die Hitlerjugend oder so und das und ich habe ihn halt später erlebt, irgendwie immer noch als so jemand tatkräftigen, ja. Also das Schönste für mich ja, war ja das Schullandheim für die Schule aus Frankfurt in Bad Orb. Die Wegscheide, die hatten halt meine Eltern nicht so viel Geld und haben da praktisch im Sommer dann immer noch so ein, zwei Klassen irgendwie da so ein Ferien für die gemacht und da waren wir zwei Kinder irgendwie als Maskottchen dabei oder so und mein Papa hat immer so Nachtwanderung und Blaubeeren sammeln, Pilze sammeln, irgendwie Bäche stauen und Höhlenwanderung etc. Das war wirklich so abends Lagerfeuer und aber mein Papa war im Prinzip nie irgendwie halt dieses Führerprinzip. Also er hat irgendwie auch jetzt Kindern irgendwie, ist ja ein paar FDP irgendwie aktiv, wir sind als kleine Kinder immer im Roten Passat mit und wir draußen irgendwie Fanfaren, Lautsprecher irgendwie wild, FDP oder so. Aber es ist nie aufgezwungen worden. Also jetzt nie von wegen, ja, ich bin so kleiner, nichts wert und ich habe Minderwertigkeitskomplexe, ich soll jetzt hören, was mein Papa irgendwie zu sagen hat und das mache ich dann auch oder so. Gar nicht, ja. Das war so die wunderbare Kindheit, in der ich aufgewachsen bin. Ja, das ist halt irgendwie dieser geschützte Ort in unserem Vorgarten. Wir hatten teilweise drei Schaukeln, zwei Klettergestelle, eine Rutsche und ein Karussell und einen Sandkasten. Ja, also mein ganzer Jahrgang war in unserem 2000 Quadratmeter Grundstück irgendwie. Das war mein Papa irgendwie, ja, der halt wirklich gebaut hat und auch die Urlaube, die wir gemacht haben, ja, war ja Lehrer irgendwie und deswegen hatten wir immer viel Schulferien und Urlaub und aber immer an dieselbe Stelle nach Südfrankreich, die südfranzösischen Alpen, da gewandert, immer dieselben Touren irgendwie, aber ich habe später mal mitbekommen irgendwie dann als meine erste Freundin oder sowas, die hatte noch nie Urlaub gemacht oder so und ich war so voll gepumpt irgendwie mit so, aber eben dieses Tatendrang, aber nicht irgendwie jemand was aufzwingen wollen. Ja? Und ich sage auch immer irgendwie, das Wichtigste an dir ist mir deine Freiheit oder so. Ja, ich möchte irgendwie, ich brauche Menschen, die selber irgendwie, ja. Was Versager in anderen sehen, ist immer nur ein Spiegel ihrer selbst. Ja? Wenn ihr natürlich mich seht und ich weiß immer alles, dann denkt ihr, ich bin hier das arrogante Arschloch oder sowas. Ja? Das ist aber im Prinzip nur ihr wert so oder ihr wollt gerne so sein irgendwie. Ja? Während wenn jemand nachdenkt irgendwie, dann ist ja eigentlich offensichtlich, dass ich möchte irgendwie Kreativwunder haben, die selber irgendwie und zusammen, ne? Alleine verliert man immer, ja. Was wir hier zusammen, ich habe ja gerade hier das Projekt irgendwie, dass ich hier unter dem Solarmodul da oben irgendwie habe ich irgendwie so Wasserschläuche, irgendwie sind die anderen Videos und eine Wärmepumpe irgendwie kostet für 99 Euro kann man so
Luftentfeuchter umbauen. Das könnte man, das wäre das Kernkonzept von einem Tiny House. Ja? Und bräuchte man ein paar, die wird alles nichts. Also, und das habe ich halt bei irgendwie das ist mein Papa oder sowas. Ja? Der hat irgendwie diesen Tatendrang, die Hilfsbereitschaft, der hat es damals mitbekommen, irgendwie, wie er selber im Prinzip irgendwie dann irgendwie aufgesogen worden ist, ja, und sich selbst im Prinzip dann verloren hat und dann später irgendwie immer noch trotzdem diese zwei Formen des Tatendrangs, einmal über die Minderwertigkeitskomplexe und einmal halt über die Selbstwertgefühl, über den Stolz, über die Freude, ja, Welt retten geht nur mit Freude, ja, das habe ich irgendwie so mit und das ist irgendwie, was ich, und deswegen, ne, mein Papa hat im Prinzip eine Seele, hatte eine Seele, oder er hat eine Seele, er lebt ja noch, ja, die Seele. Wenn ich jetzt so traurig irgendwie meine liebe Mama, meine böse Mutter oder sowas, die stirbt ja demnächst. Ja? Und das war halt so eine, oder ist so eine böse Christin, ja, die innerlich leer, ja, wirklich eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie, ja, die dann irgendwie so, und zum Beispiel diese, war jeden Sommer irgendwie, wenn wir in den Sommerurlaub gefahren sind, mein Papa halt war einfach irgendwie den nächsten Tag irgendwie aufpacken, alles ins Auto und wir fahren los. Also meine Mutter hat jedes Jahr einen Nervenzusammenbruch bekommen und nein und nein und geschrien, hat wirklich geheult und geweint und das macht sie nie wieder. Ja, und nächsten Sommer ging es wieder von vorne los. Oder so. Also typisch, ja. Und jetzt wirklich meine Schwester irgendwie, Blockflöte und dann Altflöte. Ich irgendwie, ne, der eben, ja, durfte natürlich Klavier irgendwie lernen oder sowas. Ja. Meine Mutter hatte eine Gitarre. Die stand in ihrem Schlafzimmer, stand die Gitarre und damals in der Wiegscheide, wie bei diesem Schullandheim oder so, ich glaube beim Lagerfeuer hatte sie noch mitgesungen, also gesungen oder sowas, ja. Die Kinder sind aufgewachsen, ja, beide irgendwie schon mit Musik, aber meine Mutter null, leer, ja. Weil sie zwar hatte so eine Bleistiftzeichnung von ihrem Vater irgendwie, hatte sie gemalt, wirklich gute irgendwie, die konnte zeichnen, malen, ja. Und ich bin ja schon so ein bisschen künstlerisch oder so, ich habe, das ist diese Freude, die, wenn ich heute irgendwie auf was stolz bin, irgendwie, dass ich jetzt vielleicht musikalisch oder zeichne oder kreativ, da ist meine Mutter null. Obwohl eigentlich sie die Anlage hatte, ne, was ich da meinte, zwischen 5 und 7 irgendwie entscheidet man sich dann praktisch einfach nur noch das zu machen, was alle anderen machen. Ja? Und so jemand, der inspiriert nicht, der ist leer. Hat Angst vor der Leere und muss sich ständig belügen. Ja? Und so ein Mensch irgendwie, wenn der gestorben ist, dann existiert er nicht mehr, also er lebt nicht weiter. Dann ist, ich kann es irgendwie, habe ja alle Menschen lieb oder so, ja, und Versagen ist menschlich, ja. Deswegen für mich ist es schon irgendwie, wenn ich das halt verstehe, irgendwie tut sie mir ja irgendwie dann leid, ja. Mitleid ist die letzte Form der Liebe oder sowas, ja. Deswegen sage ich mal, kann ich im Prinzip für mich schon irgendwie da was draus ziehen, aber das ist jetzt keine Freude, die weiterlebt, ja. Das ist halt eher so ein Mahnmal irgendwie, dass ich sage von wegen, also irgendwie so möchte ich irgendwie nicht, also das Gegenteil, aber das ist keine Seele. Ne? So, und ich wollte das halt jetzt zu so einem persönlichen Abschluss bringen, ja, weil, also das eben dieses Fröhliche irgendwie, weil wofür lebt man oder wofür möchte man irgendwie, und dann ist eigentlich eben dieses, mein Leben, dass ich irgendwie am Ende irgendwie das, das ist das Einzige, was ich irgendwie erreicht haben möchte, ja. Dass ich irgendwie, im Prinzip ist es, hört sich so egoistisch an, ja. Ich bin dann unsterblich, ich lebe weiter, aber im Prinzip lebe ich ja nur weiter, wenn die anderen das angenommen haben, wenn es eine Freude ist, ja, die von ganz alleine irgendwie. Ja, und ich sag mal, das ist irgendwie, und wenn man jetzt wirklich, das ist auch der einzige Weg, wie man was verändern kann, denke ich, ja. Also, wie man halt nicht mit Gewalt, sondern halt mit Inspiration, also wie man Probleme lösen kann, ja. Eben nicht, was getan werden muss, sondern was getan werden kann. Und ich habe die wirklich am Anfang besonders stolz, irgendwie die tolle Sachen, die ihr alle tun könnt, irgendwie. Aber es war ja irgendwie klar, dass ihr das alles nicht hören wollt. Und deswegen waren jetzt wirklich die ganzen letzten, ging es ja immer nur noch darum, warum wollt ihr nicht? Warum muss es halt wirklich irgendwie nur irgendwie über so einen Adolf Hitler gehen, der dann die Welt irgendwie mit dem, was getan werden kann, ja. Und das ist halt, das kann man nur verhindern, indem wir halt eben diesen anderen Weg gehen. Und wir tun auch, was getan werden kann, aber wir tun es mit Freude, ja. Oh,
deswegen sollte am Ende irgendwie, es jetzt ist sehr lastig so gesellschaftlich irgendwie und sehr, aber das ist halt wirklich irgendwie, um euch eigentlich nur darauf zu bringen, jetzt schaut euch wieder die ersten Teile an, ja. Und dann, wenn ihr wirklich die Welt retten wollt, ja, dann entwickelt mal ein bisschen Freude und macht halt mal wirklich, fangt mal an. Anstatt irgendwie die Wissenschaft und das, was getan werden muss, weil das funktioniert nicht. Okay, noch ein Rundblick. Ah, vom Dach. Ne, da ist hier und das Windrad wird jetzt zwar irgendwie jetzt. Morgen irgendwie wird es stürmisch und regnerig, dann brauche ich die Solarmodule nicht mehr, sondern das Windrad. Okay. Roland Sonn vom Dach.